I was strolling on the moon one day in a merry, merry month of December. Was fällt hier auf? Nein, es sind nicht die singenden Astronauten. Richtig, auf dem Mond ist der Himmel schwarz. Unser Himmel auf der Erde ist aber blau. Wieso ist der Himmel blau? Es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen Erde und Mond. Der Mond besitzt im Gegensatz zur Erde keine Atmosphäre. Die Atmosphäre ist eine dünne Hülle um die Erde. Sie besteht hauptsächlich aus den Gasen Stickstoff und Sauerstoff. Stickstoff und Sauerstoff bilden die Luft, von der wir täglich umgeben sind. Dass der Erdhimmel uns blau erscheint, hat mit der Atmosphäre zu tun. Wie kann es sein, dass weißes Sonnenlicht plötzlich einen blauen Himmel ergibt? Ein einfaches Experiment hilft uns hier weiter. Für das Experiment brauchen wir eine starke Lampe und ein Prisma. Die Lampe stellt hier die Sonne dar. Das Prisma teilt das Licht in seine Bestandteile auf. Weißes Licht besteht aus vielen verschiedenen Farben. Genau die gleichen Farben kann man bei einem Regenbogen beobachten. Das zweite Prisma fügt die Farben wieder zusammen. Wir erhalten wieder weißes Licht. Wir fragen Professor Dr. Ansgar Reiners von der Universität Göttingen. Das Licht der Sonne, was uns weiß erscheint, ist eigentlich gar nicht weiß, sondern setzt sich zusammen aus vielen verschiedenen Farben. Zum Beispiel eben blau, grün und rot. Und das blaue Licht ist kurzwellenlängig, also hat sehr kurze Wellenlängen, eine hohe Energie. Und das rote Licht ist auf der anderen Seite des Spektrums. Und das blaue Licht, wegen seiner höheren Energie, wird nun sehr viel stärker gestreut. Das heißt, wenn das Sonnenlicht, das weiße Sonnenlicht, durch die Erdatmosphäre hindurchkommt, wird vieles von dem blauen Licht zur Seite gestreut. Das heißt also, wenn wir an der Sonne vorbeischauen, in die Atmosphäre hineinschauen, sehen wir sehr viel von dem blauen Licht. Deswegen ist der Himmel in alle möglichen Richtungen blau. Mit einem Experiment lässt sich der Effekt veranschaulichen. Wir verrühren etwas Myrrhetinktur mit Wasser. Die Flüssigkeit stellt jetzt unsere Atmosphäre dar. Die einzelnen Myrrheteilchen streuen das Licht der Lampe, genauso wie die Moleküle in der Atmosphäre das Sonnenlicht streuen. Wer das Experiment nachmachen will, kann statt der Myrrhetinktur auch Milch verwenden. Falls ihr ein Aquarium dafür benutzen wollt, nehmt vorher bitte die Fische raus. Wir leuchten mit der Lampe seitlich in das Becken. Nun strahlt die Flüssigkeit blau wie die Atmosphäre. Das ist das Blau, das wir im Himmel sehen. Das Licht, das direkt durch die Flüssigkeit scheint, sieht nun gelb aus, wie die Sonne. Warum ist das Licht nun gelb? Das lässt sich wieder mit dem Prisma zeigen. Wenn wir das blaue Licht herausfiltern, ergeben die übrigen Farben zusammen gelb. Das gleiche passiert, wenn wir von der Erde in Richtung Sonne blicken. Durch die Atmosphäre wird das blaue Licht zur Seite weggestreut. Es bleiben nur die anderen Farben übrig. Deshalb sehen wir die Sonne in einem schönen Sonnengelb. Allerdings sehen wir die Sonne nicht immer gelb. Beim Sonnenaufgang und beim Sonnenuntergang erscheint die Sonne und auch der Himmel in einem leuchtenden Rot-Orange. Wie lässt sich das erklären? Wir fragen erneut Professor Dr. Ansgar Reiners von der Universität Göttingen. Ja, wenn die Sonne ganz oben am Himmel steht, dann schauen wir durch die Erdatmosphäre hindurch und die Erdatmosphäre hat eine Dicke von ungefähr 8 Kilometern. Das ist nicht sonderlich viel, da wird zwar viel gestreut, aber das meiste Licht erreicht uns trotzdem, deshalb erscheint am Tag die Sonne weiß, passiert nicht viel. Wenn die Sonne jetzt aber untergeht und nur noch sehr knapp über dem Horizont steht, dann ist diese kurze, nur 8 Kilometer dicke Atmosphäre für uns viel länger, weil wir ja sehr weit durch diese Atmosphäre hindurchschauen. Das sind ungefähr 300 Kilometer und auf dieser Distanz wird nun sehr viel mehr Licht gestreut. Und das Blaue wird sehr stark gestreut, das rote Licht wird nicht so stark gestreut. Deswegen sehen wir im Endeffekt die Sonne rot.